Guten Morgen. Heute mache ich eine Wanderung. Diese führt über Bern nach Lürkisberg. Das ist eine Etappe des Jakobsweg, allerdings ein bisschen abgeändert, weil eben diese würde in Bern starten. Ich laufe jetzt bis Bern, mache ich noch zusätzlich, das gibt dann total 25 Kilometer, etwa 750 Höhenmeter. Das Wetter ist ähnlich im Moment, es war 3,5 Grad, aber offensichtlich zu wenig kalt, dass es schneit. Allerdings ist die Schneefallgrenze heute so zwischen 800 und 1000 Höhenmeter und der höchste Punkt ist knapp 1000, von dem her ist dann gut möglich, dass gegen Schluss zu noch schneit. Ich befinde mich nun beim Bärenpark in Bern. Hinter mir würde man im Nichtwinter Bären sehen. Die sind jetzt wahrscheinlich im Winterschlaf, von dem her nicht zu sehen. Ab hier würde jetzt die originale Etappe beginnen. Ich habe nun 5 Kilometer zurückgelegt, mache nun wie üblich Pause. Heute habe ich wieder mal einen anderen Rucksack dabei. Unter dieser Regenhülle ist mein Osprey Exos 55. Das ist ein sogenannter ultraleichter Rucksack, ist ungefähr 1 Kilo. Viel leichter als der IFA 65, den ich sonst brauche für mehrtägige Touren. Ich habe diesen auch schon gebraucht. Ich hatte damals aber viel zu viel Gepäck dabei, etwa geladen 22 bis 23 Kilo und die Nähte sind zum Teil angerissen und es war auch viel zu schwer auf den Schultern. Ich habe mich jetzt entschieden, für mehrtägige Touren das Gewicht massiv zu reduzieren. Ich bin im Moment so ungefähr bei 18 Kilo plus dieser Rucksack und darum sollte das gehen. Osprey gibt zwar an 30 Pfund, interessanterweise 18 Kilo, nach meiner Umrechnung wäre das weniger, aber ich habe mal das Gefühl, mit 18 kann ich das wagen und ich werde das dann auch testen. Wie erwähnt, regnet es heute, darum habe ich das Regenzeug an, ist eigentlich auch meine erste Wanderung, mindestens auf YouTube, mit Regenzeug, Regenhose, eine Regenjacke und bin sehr gespannt, wie das dann ist. Einerseits natürlich mit dem Schwitzen und andererseits mit dem Regen, der durchkommt. Ob ich das dann unterscheiden kann, wird sich zeigen. Hinter mir auf dem Wanderwegweiser sieht man die 4, Jakobsweg, wie ich schon erwähnte. Ich mache eine Etappe dieses Wegs. Ob ich noch weiter mache, wird sich dann zeigen. Das, was ich jetzt mache, ist, wenn ich mich nicht irre, die Etappe 30. Habe jetzt 10 Kilometer gemacht, ist wieder eine Pause dran, gibt jetzt eine erste Verpflegung. Pause.
Noch 15 Kilometer habe ich nicht gemacht. Einfach schlichtweg im Moment gibt es keine trockenen Sitzgelegenheiten. Da hatte ich einfach keine Lust. Habe ich ja schon eine Sitzunterlage dabei. Aber bei dieser Distanz, das ist ja nur ein Tag, ist das jetzt auch nicht so wichtig. Darum lasse ich es jetzt und werde dann einfach, wenn sich irgendwo ein Unterstand ergibt, dort nochmals ausholen. Heute ging es mir darum, ein bisschen mein Material zu testen im Regen. Ich komme zuerst zu den Schuhen. Das sind die Garfo Mescalito. Die werden hier gerade wieder herausgefordert. Fühlt sich trocken an. Die Hosen, die Ringhosen sind von Marmor. Ich habe leicht feuchte Stellen gesehen auf den Hosen darunter. Könnte vom Schwitzen sein, also ich denke, die sind gut. Die Jacke ist Otto Fox Ortler. Da bin ich unsicher. Ich glaube, das Vlies darunter ist sehr nass. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so stark geschwitzt habe. Zum Rucksack. Die linke Hüfttasche hat keinen Reißverschluss, von dem her klar, dass da Regen reinkommt. Aber dort sind meine Snacks drin und die sind einzeln verpackt bzw. geschützt. Kein Problem. Die rechte Tasche hat einen Reißverschluss, aber ich habe bemerkt, dass das, was drin ist, feucht ist. Das ist also eine wichtige Erkenntnis, dass ich das besser noch in einen Beutel stecke. Der Rucksack kann ich im Moment zu wenig sagen. Das werde ich dann sehen, ob der Regenüberzug gehalten hat. Ich hoffe es, aber das ist wenigstens etwas, was man korrigieren kann mit einem besseren Regenüberzug. Zudem muss man auch beurteilen, wie schlimm das ist, weil alles, was drin ist, an Kleidern und so, was nicht nass werden soll, ist eigentlich nochmals in einem Dreiberg drin. Kurz vor dem Ende der Tour werde das jetzt noch absolvieren, dann mit dem Bus geht es wieder zurück. War wirklich sehr interessant, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Video. Ja.